Jetzt aber. So. Ah, da vorne sind sie. Oh, hi Doc. Moin. Moin. Oh, meine Herren. Geil. Ja. Wie geht's Ihnen? Super. Gut, danke. Und selbst? Naja, fantastisch. Wir sind gerade um die Nähe gekommen und wollten Ihnen eine Frage stellen. Kennen Sie Schnöselschubsen? Was? Schnöselschubsen. Den Begriff schon mal gehört? Ich ahne, was Sie vorhaben. Was denn? Was? Warten Sie kurz. Schöße. Okay, ja. Rauchen Sie mal eine, dann wird's besser. Ich habe mir jetzt schon viermal in den Mund gebrochen, ehrlich. Also, hören Sie mal zu. Jetzt hören Sie doch mal zu, lassen Sie mich doch mal ausreden. Also, kennen Sie Schnöselschubsen? Noch nicht. Oh. Ein Freiwilliger. Nein. Wie sieht's mit den Adrenären aus? Passen Sie auf. Das ist etwas, was Städter kennen. Sind Sie auf dem Land groß geworden? Nee, ich bin hier in der Stadt groß geworden. Sie sind in der Stadt groß geworden, na klar. Schnöselschubsen, ist das städtische Kuhschubsen, Kühe-Schubsen. Kennen Sie das? Sie gehen zu einem Schnösel hin und dann schubsen Sie den, hier. Pieksen Sie den immer wieder. Dann schubsen Sie den rum, hier. Sehen Sie, und dann geht er weg, hier. Er fesselt mich an, der Herr. Glauben Sie mir, ich hab grad die Kirche entweiht und mir nicht die Hände gewaschen. Ja, also jetzt muss ich mir noch einen Anzug gegen ihn kaufen. Ach Mann, ey. Ja, glauben Sie mal. Passen Sie mal auf, ey. Dass ich nicht rausfinde, wo Sie wohnen, dann können Sie sich jeden Tag einen neuen Anschluss. Und hohe Schuhe holen. Was machen Sie eigentlich beruflich? Erzählen Sie mal. Oh, scheiße. Gott. Ich versuche nur unseren Stand auch klar zu machen, weil Sie sind ja hier die Schnösel und versuchen Sie mal mit der Unterschicht zu sprechen. Von oben herab, so wie Sie es kennen. Also, was machen Sie so? Beruflich oder so. Mensch, also jetzt gerade. Los jetzt, komm. Ja, jetzt schubst die Schnitzel nicht so dolle. Ja, Gott. So, was machen Sie? Wollt ihr ein Bier? Wollt ihr einen Pilz? Naja, also. Nein. Locker wären erstmal. Eine Zigarette vielleicht. Nein. Eine Zigarette habe ich selber, danke schön. Whisky. Ein Whisky, die Dame bietet Ihnen Whisky an. Glauben Sie, Whisky würde ich tatsächlich nehmen. Also wenn Sie da jetzt nee sagen, ja. Whisky dann muss ich Sie schubsen. Gegen Whisky kann man jetzt einwenden. Ja, da haben wir es. Dummer. Der mittlere Schnösel, ja? Ja, genau. Der mittlere Schnösel. Warten Sie, ich hab die Hand. Hier, ich. Nicht schubsen. Ja, nicht schubsen. Mäuschen. Nicht zurückschubsen, ja. Und die Hand mir, die Frau hat... Hat mehr Kraft zwischen Zeigefinger und Daumen, als Sie sich vorstellen können, wirklich. Oh, dankeschön. Besser trainiert als der Beckenboden. Naja. Ja, und was sie damit schon anstellt, das können Sie sich nicht vorstellen. Also, was machen Sie so? Ja, also, ich trinke jetzt erstmal Whisky. Also unsere Hauptaufgabe ist quasi, das Gesetz quasi zu vertreten. Ne? Okay, dann habe ich eine Beschwerde. Ja, natürlich, dafür sind wir auch da. Okay, ich hatte gerade eine unangenehme Situation, in der ich mich förmlich angegriffen gefühlt habe. Okay. Und das waren 12 Polizeibeamte, die uns mehrfach in unserer, man könnte sagen, in unserer Arbeit behindert haben. Indem sie uns vorgeworfen haben, dass wir 24 Mal in eine Einbahnstraße falsch rum eingebogen sind. Und ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, wie die auf 24 kommen.
Okay. Auch nicht, wann das war. Ich kann mich nicht erinnern. Und dann soll ich. Ich wurde dementsprechend verwarnt und musste sicherstellen, dass wir heute unsere Bikes nicht mehr bewegen. Jetzt habe ich meine Bikes doch bewegt. Sie wissen, worauf es hinaus will. Jetzt habe ich ja. die Bikes ja doch bewegt. Was für einer Strafe habe ich jetzt zu rechnen? Also, und hätten die mir da schon eine Strafe geben müssen? Weil, ich meine, gucken Sie doch mal. Das sind Polizeibeamte, die stehen vor fünf, Moment, zwei, vier, fünf Bikern und sagen, bitte fahren Sie heute damit nicht mehr rum. Hätten die uns gleich bestrafen müssen, oder? Ey, warten Sie mal, Sie kenne ich doch. Sie sind doch von heute... Richtig gesehen. Warten Sie mal, Sie? Kenne ich Sie? Bitte? Kenne ich Sie? Warten Sie mal, ich habe heute Morgen gegen ein Auto gepinkelt und ich schwöre, Sie standen daneben. Nee. Nicht? Nein. Fuck. Dann müssen Sie das mit dem Affen? Nee, das mit dem Affen. Sie müssen zum Affen. Ich habe keine Ahnung, gibt's hier in Eloquin irgendwo ein Zoo oder so? Zoo? Nee. Hast du den Affen? Naja. Ach, Zoo gibt's bestimmt, wo auch Tiere drin sind. Ja, fühlen aber Sie. Ja, Sie? Zurückzukommen zu Ihrer Frage. Ja. Ich glaube nicht, dass Sie da jetzt noch in irgendeiner Art und Weise eine Strafe zu befürchten haben. Eine Top-Sache. Das ist eine Dobby-Dobby, Tippi-Dobby, ja. Weil alleine schon das Befahren der Einbahnstraße ist schon eine leichte Grauzone. Oh. Das ist super. Wird aber besser. Was heißt denn das? Wie kann ich. Warten Sie mal, Sie sind doch jetzt hier der Redeführer. Vom Präsident zu Präsident. Ja. Sagen Sie mal, was muss ich dem Officers denn sagen, damit die mich in Ruhe lassen? Sie fragen ihn das nächste Mal einfach. Steve, schreib mal auf jetzt. Ja, Moment. Wenn Sie anhalten und denen gesagt bekommen, Sie sind verkehrt in der Einbahnstraße gefahren, das wäre strafbar, ja, dann lassen Sie sich doch einfach mal erklären, wo das denn steht. Aha. Okay. Und was ist, wenn ich nicht lesen kann? Können Sie das nochmal wiederholen? So schnell war es nicht. Das hat ja mit Ihnen nichts zu tun. Okay, und was ist, wenn der Officer nicht lesen kann? Die Polizei muss ja lesen, nicht Sie. Genau. Die Polizei soll lesen und soll Ihnen erklären, wo steht, dass Sie nicht verkehrt herum in einer Einbahnstraße fahren dürfen. Okay. Steve, schreib auf. Notiert. Wenn Officer uns anhält, dann fragen wir einfach, dass wir das dürfen, weil er das gesagt hat. Ja, scheiße, jetzt habe ich nicht verschrieben. Ich dachte, wenn Polizei anhalten will, weiterfahren, dachte ich, naja, egal. Nee, was soll ich schreiben? Also weiterfahren auf keinen Fall. Also okay, aber ist schon andere Frage. Also streiche ich das. Nee, schreib doch Steve. Mein Gott, ja, wirklich. Aber ich muss einen Buchhalter einstellen oder so ein Scheiß. Ja, dann sag doch jetzt, was du hast doch Steve. Buchhalterbiker oder so. Steve. Ja, ich schreib mit. Okay, also schreib auf, dass wo soll das stehen? Das sagen wir dann. Wo soll das stehen? Fragezeichen, ja. Ausrufezeichen. Hallo. Richtig, ist eine Frage. Oh, Sie sind das. Was ist hier los? Sie wirken schon wieder halbwegs nüchtern. Wir haben uns heute Morgen gesehen. Ich bin über mein Bike gefallen, als ich den Mann gesehen habe. Das ist ein gutes Zeichen. Okay. Ja. Was treiben Sie hier? Wir spielen Schnöselschubs. Schnöselschubsen, ja, dann kennen Sie das? Die Herrschaften nochmal. Ja, wir haben auf. Was haben Sie gesagt? Ich hab schon geschubst. Wir haben schon geschubst. Das ist schon vorbei. Ja, wir haben kurz geschubst. Und jetzt haben wir eine fachliche Frage gehabt. Wegen Einbahnstraßen. Und er. Ach du Scheiße. Ja, wir haben. Ich wurde gerade kontrolliert. Sie auch? Ja. Oh Gott, haben Sie vorher oder nachher Whisky getrunken? Ich hab gar nichts getrunken. Okay, dann unterscheidet sich unsere Geschichte etwas. Wahrscheinlich. Vielleicht erzählen Sie erst Ihre und dann ich meine. Nein, ich will mich nicht wiederholen. Wir sind in 24 unterschiedliche Einbahnstraßen falsch eingebogen und dann wurden wir verwarnt. Und ich wollte von den Kollegen wissen, was ich denen sagen kann, weil wenn ich das nochmal passiert, dann habe ich ja keinen Bock drauf, wissen Sie? Ja, dann machen Sie das einfach so wie ich und fragen, in welchem Gesetzestext steht, dass es überhaupt Einbahnstraße ist. Steve, ich notiere das. Welcher Gesetzestext ist das eigentlich? Genau. Ausrufezeichen. Richtig. Also okay. Mich verabschiedete man nach einer Zigarette mit einem schönen Abend noch. Okay, und Sie würden, andere Frage. An welchem Punkt wäre der Einsatz von körperlicher Gewalt gerechtfertigt? Wenn die zu nah rankommen? Ja, von mir. Nur gar nicht. Oh. Also körperliche Gewalt, da halte ich nicht viel von.
Wie jetzt? Nicht mal, wenn ich mich bedroht fühle, weil die mir zu nahe rücken? Naja, nur weil die in ihren persönlichen Intimbereich treten, heißt es ja nicht, dass sie gleich von hinten genommen werden. Sie werden ja... Oh, das werden sie aber sehr spezifisch, ja, oder? Das war jetzt so ordentlich spezifisch. Das ist wirklich, das ist relativ entspannt, wenn man dem nahe kommt. Naja, also was, ist, was ich fragen wollte. Bei hübschen Frauen immer. Oh, bei Männern ein Charmeur. Wenn sie wüssten, was diese Frau gerade Unheiliges getan hat. Was haben sie getan? Nichts, nicht, absolut. Ich war nur auf Toilette. Sie war auf Toilette. Bei uns? Nee, aber ich habe die Hände nicht gewaschen. Nee, das ist anders. Bei Gott, wissen Sie, ich habe mir die Hände nicht gewaschen. Ja, das Leben ist hart und ungerecht. Ja. Ach, guck mal, dann nimmt das Glas. Wir müssen das Gebäude neu bauen. Jetzt hör mal, vielleicht streichen wir nochmal durch. Okay. Also keine Gewalt, aber sie sind ja versiert. Und sie können sich mit Worten ausdrücken, aber irgendwann verliere ich halt die Kontenance und ich breche und schlage. Dürfen wir die schubsen? Naja, bevor sie das machen, rufen sie vielleicht im Department of Justice an und sagen, dort Bescheid, dann kümmern wir uns darum. Ach, sie wollen die dann schlagen? Wir werfen mit Gesetzestexten so lange um uns, bis die Herrschaften meistens die Kugelschreiber wegschmeißen. Ach, Herr wegrennen. Ja, Herr, ich hab da mal eine Frage. Zählt Schlagen gleichzeitig wie Schubsen? Nee. Na, also hängt davon an. Hast du zwei Finger benutzt? Ja, wenn ich ihn jetzt benutze, dann wär's ja eigentlich nur Schubsen und keine Gewalt. Ja, hier wird jetzt nicht mehr geschubst. Naja, wenn sie jemanden körperlich angehen, ist es relativ irrelevant, ob sie jemanden nun ins Gesicht schlagen oder das Gesicht wegschubsen. Ja, angenommen, der Officer, der krempelt mich an. Dann darf ich da auch zuschlagen. Nee, es geht nicht andere Frage. Wenn der einen rempelt und man rempelt zurück, ist es von Belang, wenn der Rempler... Moment, stopp. Also wenn der Rempler mit einer Geschwindigkeit von mehreren Stundenkilometern in Form einer Faust auf das Gesicht zukommt und ihn zurückdringt... Das wäre äußerst ungünstig. Das würde wahrscheinlich ist kein mehr. Nicht mehr als Schubsen ausgelegt werden. Und dann notierst du mir das so nicht. Wie ist denn das, wenn ich sehr alkoholisiert bin und dann Probleme mit dem Gleichgewicht habe? Und da auch mal irgendwo reinjage mit das der Faust. Das ist an sich Sache des Gerichts. Das würde dann der Richter oder die Richterin entscheiden müssen. Im Extremfall sind all diese Fälle Entscheidungssachen vor einem Gericht. Alles klar. Ich verlasse mich auf eure Feierlichkeit. Ja, hervorragend. Gut. Sie müssten sich noch bei dem Herrn melden, dessen Centorno Sie angefahren haben. Oh. Ich kann mich an nichts erinnern. Oh. Warten Sie mal, Centorno klingt auch echt teuer. Ja, ich glaube, der Wagen ist tatsächlich recht teuer. Scheiße. Ich glaube, ich habe mich schon gefragt, wo die Späne herkommen. Aber die kommen aus der Werkstatt natürlich. Es gibt da sicherlich keine Anzeige. Sie arbeiten in einer Werkstatt? Nein. Wir verkaufen Waffen. Wir. Bitte? Nein. Wir sind. Wir haben. Naja, es wäre legal, sofern Sie eine Lizenz haben. Ja. Kann ich die bei Ihnen erwerben? Was für Waffen verkaufen Sie? Wollen verkaufen. Wichtiger Unterschied. Wollen. Wir verkaufen keine Waffen. Nun, ich denke, da werden wir uns in den nächsten Tagen mal beraten im Judicial Office, mal sehen, was wir da tun können. Ja, weil wir waren vorhin leider schon bei den ganzen offiziellen Stellen, also die jetzt offiziellen Stellen, und da war nichts mehr da. Da war nichts mehr da. War nichts mehr da. Naja, Sie haben doch kräftige Fäuste. Naja, aber Sie haben mir doch gerade gesagt, das ist keine gute Idee, aber mich selbst zu verteidigen. Naja, Sie sollen sich ja auch verteidigen im Ernstfall. Also ich denke erstmal nicht, dass ein Officer Sie ernsthaft angeht ohne Grund. Ich glaube, selbst mit Grund ist das eine schlechte Idee. Würde ich jetzt auch erstmal behaupten. Okay. Also selber schreiben Sie nochmal den Punkt Sicherheit nach oben ein Stück. Danke. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, Sie nehmen es uns nicht übel, dass wir Sie ein bisschen geärgert haben. Ach, Sie können ja nichts dafür. Das habe ich meiner Mutter auch immer gesagt, aber die hat mir trotzdem eine verpasst. Zu Recht wahrscheinlich. Hat ja auch nicht geschadet. Ja, das stimmt, Arno. So, wir ziehen von dann. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schnöseligen Abend. Naja, den werden wir haben. Vielen Dank. Prost, Schnöseln. Naja. Also fahren wir jetzt Einbahnstraßen hoch und runter. Wir fahren jetzt, ich würde sagen, wir machen jetzt langsam mal einen Sack zu, ja?
Wir fahren jetzt mal zurück zum Club hier. Verdammter Scheiße! Oh Gott! Oh. Was soll das denn, verdammte Scheiße hier? Ist das eine gute Idee? Ist das nicht mein ich Bike? Ich hab dir das gesagt mit dem Gleichgewicht. Das ist doch... Ist das dein Bike? Ach, Scheiße. Das ist meins. Okay. So. Ah, Scheiße, da ist ja wer. Wollte ich nur Bescheid geben, wurde gerade angehalten. Von wem? Na, von der Polizei. Zwei Marson, die suchen euch. Scheiße. Was haben die gesagt, wieso? Ja, irgendwie, ja. Ihr wärt wohl betrunken und hättet Stress gemacht. Scheiße, sie haben uns. Sie haben ihre Ermittlungen gut gemacht, verdammt. Okay, ja, ich... Hombre, muchos gracias. Ja, ja, passt auf euch, auf amigos, ne? Ja. Und natürlich, Senora. Warte mal, richtig. Mama, warte mal. Ja, warte. Warte, hier. Wo ist denn hier der... Scheiße. Was fehlt dir? Geht mal bitte alle von mir weg hier. Ich wollte den Taxifahrer ein Geschenk geben. Wahnsinn, ich muss. Transportieren Sie jemanden? Nee. So, keiner da. Aber euch nur gesehen, eben gerade angehalten worden von der Polizei. Da muss ich ganze Zeit ihre Aufgabe machen, ihre Nase und so. Ja, habe mich komplett. Nimm die 200, danke dir für den Tipp. Und wenn du ein paar Leute hast, die irgendwie Bikes suchen, dann schickst du sie rum, Mann. Ja, das selbstverständlich mache ich. Und wenn ihr Taxi braucht, ohne Fragen stellen. Ja. Hey, Havana Taxi. Schnellste Taxi in der ganzen Stadt, amigo. Scheiße, sag mal die Telefonnummer. Ja, kann ich dir geben. Hast du was zu schreiben oder der Handy? Ach, warte, ich mach gleich. Havana. Ja, genau, der Havana Taxi.
Ja. Hm, ach, scheiße. Wird das so geschrieben mit V? Ja, glaube ich schon in eurer Sprache. Ist ja der gleiche. Ja, Nummer? Die Nummer ist die 90. Hm. 9-9-8-4. Ja, genau, der Pablo. Havanna-Taxi. Ich habe Havanna-Taxi drin am Morgen. Ja, das reicht. Ja, super. Ich danke dir. Gut, dann zieh ab. Und wir sehen uns. Ja. Adios, amigo. So, kurzer Hinweis für euch. Mhm. Wenn ihr heute auscheckt, dann guckt mal bitte, dass ihr alle Türen zumacht. Mhm. Und dass ihr die Bikes nicht unter irgendwelche Brücken steht oder so, die so tief hängen. Da gibt's ganz merkwürdige Geschichten von denen, dass das da oben drauf steht dann später. Ne? Also parkt eure eh ein, ne? In die Garage ja. Dahin. Die ist hinter diesem Schutthaufen da hinten. Einfach einparken. Ansonsten gibt's für Privatfahrzeuge, ich glaube, das geht nur für dich und für mich, Roxy, ist hier um die Ecke ist eine Garage. Da kann man die auch zur Nacht auch mal richtig sicher einstellen. Mhm. Was ich jetzt auch machen werde, und dann komme ich zurück und hau mich hin. Irgendeine Frage? Nö. Morgen, wie gesagt, ab 18, 19 Uhr bin ich da. Und dann machen wir weiter und sortieren mal die Garage um. Vielleicht kriege ich unseren Lieferanten auch noch ans Ohr, dann macht er das schneller. Geht klar. Alles klar. Na gut. Ich pack mein Bike schon mal ein. Und packt auch mal den Slam-Van ein, wenn ihr könnt. Jo. Der steht hier vorne auch noch. Leute, es war ein wunderschöner erster Tag in den im RP. Ich hoffe, ihr seht das ähnlich oder wenn nicht sogar genauso. Ich habe es sehr enjoyed. Morgen ist auch nochmal, geht's weiter. 18 Uhr checken wir rein. Ja. Gute Nacht, ich liege in der Zelle. Wurscht.